Und damit herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2019, unserem neuen Gameplay. Nachdem wir nicht so viele Folgen vom 2017er gespielt haben, legen wir jetzt richtig los im 2019er. Besser aus. So, Karriere. Ich habe ein bisschen gespielt. Wir machen einen neuen Spielstand. Neuer Farmer. Mit dieser Einstellung ist deine finanzielle Situation entspannter und die Getreidepreise sind in der Regel höher. Spielelemente sind vereinfacht, du musst Getreide auf den Feldern verwendet. Farmmanager. Die Standardeinstellung für einen Anfang. Die Wirtschaft verhält sich angemessen. Getreidepreise sind akzeptabel und der Kredit bei der Bank bereitet dir noch keine Kosten. Spielelemente sind auf den Standard. Und bei Nullbeginn. Eine wirkliche Herausforderung. Die Wirtschaft ist verhältnismäßig unabhängig, die Preise sind niedrig und du kannst schon einen saftigen Kredit bei der Bank. Die Spielelemente simulieren möglichst realistische Zustände. Ja, ich würde mal sagen, wir starten mit dem Farmmanager. So, eine schöne Map aus. Wir haben so Ausbau. Zwei Standard-Maps, die mitkommen, Rainport und Felsbund. Da bin ich gerade nicht sicher, ob es dabei ist. Und wir haben einen mit den Mod-Manager da hingelaufen. Tschechien. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir starten. Einfach, wir starten mit der. Ich glaube, wir bleiben mal bei dem. Das war die Tour. Die Jacke können wir ihm anziehen, okay. Ja, komm, das muss sein. So, das sind ja alle Mods, die ich aktuell installiert habe. Doch schon einige. Mal schauen, ob wir alles drin lassen. Ja, kann man alles machen. Außer mal schauen, ob ich irgendwelche Mods aktiviert habe, die jetzt nicht drin sein sollten. Die jetzt keinen so Sinn machen. Starten wir einmal das Spiel selber. Landwirtschaftssimulator wird ab sofort einmal täglich kommen, entweder um 14 oder um 16 Uhr. Der neue Plan sieht vor tägliche Uploads. Wie genau, werdet ihr wahrscheinlich in der Beschreibung sehen. Alternativ poste ich es unten in den Kommentaren. Während wir warten, dass das Spiel lädt. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich habe tatsächlich auf der Map selber bisher, glaube ich, 5 oder 6 Stunden gehabt. Mir einfach mal ein bisschen angeguckt, geguckt, was da abgeht. Wir haben tatsächlich zu Beginn ein bisschen mehr Fahrzeuge als in den Standards. Macht jetzt aber auch keinen so besonderen Vorteil. Gut, wir müssen theoretisch weniger kaufen am Anfang. Das heißt, wir haben schon eine gewisse finanzielle Freiheit. Aber wir werden es ja gleich sehen. Tja, es lädt mal wieder ein bisschen länger. wir können starten. Der Frühling ist da. Blumen und Bäume blühen. Es ist die Zeit, um die Felder vorzubereiten und auszusehen. Stelle die Technik für die Arbeit bereit. Na, jetzt hat er. Ah. So, wir haben nämlich auch das Animal Pen Extension. Vielen Dank, dass Sie Animal Pen Extension in Ihrem Mod-Ordner hinzugefügt und aktiviert haben. Na gut, okay. Wir können es einfach nur aktivieren. Genau, das heißt, wir haben ein bisschen mehr Tiere und die werden uns direkt geliefert. So. Ja, kann ich absolut nicht lesen. Tschechisch kann ich leider nicht. Schauen wir uns mal
alles ein bisschen an. Können wir da rein? Nö. Ja, ist ein recht großer Hof tatsächlich. Ich kann euch nochmal gerade die Map zeigen. Oh. So, wir sind hier. Das ist unser Hof. Düngertank, Tankstelle, der Shop selber ist hier auch gleich mit. Wir haben hier eine Kalkstation, wir haben hier unsere Silos. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube Tiere. Hier ist der Viehhändler, Spinnerei, Sägewerke, Food Trading. Ich glaube, unsere Tiere sind mit auf dem Hof. Ich glaube, die sind tatsächlich hier, wenn mich nicht alles täuscht. Finden wir alles raus. Gucken wir uns mal die aktuellen Preise an. Na, geht nach unten. Wir haben aktuell nichts. 0, 0, 0. Haben wir irgendwas? Nein. Okay, wir haben gar keine Ernteerträge momentan. Schauen wir mal ein bisschen weiter. Wie gesagt, ist ein recht großer Hof. Ah, ich glaube tatsächlich, haben wir gar keine Fahrzeuge? Doch, wenn wir Fahrzeuge haben, oder? Wow. Gut, die Hallen sind leer. Das heißt wahrscheinlich, wir haben gerade gar keine Fahrzeuge. Oder schauen wir mal da rein. Hä, wie geht's jetzt auf? Okay, hier ist eine Werkstatt, aber auch hier ist leer. Gut, dann benutze ich jetzt einfach mal die Tabulator-Taste. Und es tut sich nichts. Okay, das heißt, wir haben zum Start gar keine Fahrzeuge. Wow. Okay. Ich bin davon ausgegangen, wir hätten eigentlich Fahrzeuge zum Anfang. Krass. Gut. Aber wir haben dafür 1,2 Millionen. Das heißt, nicht schlecht. Das ist der Händler. Ja, da ist der Händler. Gut. Ah, wir sollten vielleicht als allererstes mal gucken. Haben wir aktuell was ausgesät? Ich glaube, boah, ist alles voll. Das heißt, ist alles ausgesät. Dann sollten wir uns als allererstes mal Fahrzeuge kaufen. Mit was wollen wir denn anfangen? Das nächste Feld ist hier die 3. Das ist Hafer. Oder die 2 mit Gerste. Dann würde ich sagen, wir nehmen das Gerstefeld. Ah, das gehört uns wahrscheinlich nicht, oder? Haha. Die Felder gehören uns wahrscheinlich noch gar nicht. Gehört uns dieses Feld? Na, ist abgeerntet, okay. Aber ich glaube, das gehört uns tatsächlich. Das ist Feld 1, oder? Nee, Feld 4 ist das. Okay. Dann sollten wir das Feld auf jeden Fall mal grubbern. Schöner Traktor, mittelgroßer. Ja, gerade von Start. Ganz schön teuer. Was haben wir hier Schönes? Fenton Case, ein JB. Boah. Das war gesagt, hier den Fendt für 180. Nehmen wir mal den. Ja. Reifenvariante Standard. Oh, wir können Frontladeranbauer haben. Ja, ich würde schon sagen, Frontladeranbau. Wow. Okay, wir bleiben dabei. Motorausführung. Können wir auch wechseln? Okay, standardmäßig haben wir 165 PS. Wir können auf 200 PS. Das kostet aber mal... Boah. Und wir können auf 240 PS. Das kostet aber nochmal kurz 40.000 mehr. Wir bleiben mal beim Kleinen, würde ich sagen. Ja, möchten wir kaufen. Dann... würde ich sagen... Gehen wir am besten zum Grubber.
Mit einem Grubber kann man Felder für die nächste Saat vorbereiten. Diese Sämaschine. Ah, genau. Darauf hatte ich Bock. Das ist nämlich Kombi, sprich, damit können wir säen und grubbern. Oder wir grubbern erstmal. Ich würde nur sagen, wir nehmen das. Das macht es uns einfacher nachher. Ja, möchte ich kaufen. Steht beim Händler. Das heißt, wir brauchen aber auch Saat. Big Pack. Was wollen wir denn aussehen? Ah, ist einfach so. Ja. Saatgut. Ja, möchte ich kaufen. Damit wir das benutzen können, brauchen wir einen Radlader. Oder einen Kompaktlader. Lass mich gerade, sind bloß die Anbauten. Ja. Maschine, Maschine, Maschine. Ah, hier. Kleinen Gabelstapler, oder? Oder? Ja, können wir halt nur mit Gabel stapeln. Ne, ich würde sagen Frontlader. Das ist halt schon teuer. Und ein Teleskoplader. Okay, nehmen wir. Kompakt. Das geht preislich halt auch. Ne, wir nehmen den. Dafür holen wir uns eine Palettengabel. Jetzt ein Radlader. Palettengabel. So. Ah, hier steht schon alles. Ja, mir fällt gerade was auf. Ich bin ein bisschen dumm. Das war die falsche Firma. Ich habe mir gerade einen Kramer gekauft. Können wir das hier direkt wieder verkaufen? Hier drauf gehe. Ah, wir können, glaube ich, zur Garage. Ja, Palettengabel. Verkaufen. Ja. Gut. Gibt es jetzt extra einen von Kramer? Nee, ne? Aber ich hab doch. Ach, ich hab einen Frontlader gekauft. Mensch, was ist los mit mir? Wir brauchen eine Palettengabel. Gibt's die von Kramer? Fliegel, nein. Man sollte die hoffentlich jetzt passen. Hoffentlich. Oder? Ich probier's jetzt einfach mal mit der. Probier's jetzt einfach. Nein, kein Ballenspieß. Palettengabel. Kaufen. So, probieren wir's aus. Ich hoffe, die funktioniert jetzt. Ran. Ja. Okay. Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich gucke mir den erstmal an und fahre ihn ein bisschen weg. Schöne Rettung. So. Hier hin. Dann nehmen wir unseren Radlader.
Frische. So. Dann gehen wir einmal an unsere Säbe bzw. Grubbermaschine. Das ist nicht theoretisch. Soll ich das jetzt nicht da rein? Ich hab diese Nachfrage, oder? Ja. Okay, was mache ich falsch? Muss ich erstmal hier nochmal ran? Warum geht das nicht? Was mache ich falsch? Ich gehe jetzt nochmal zum Händler. Ich guck mir das nochmal an. Ich glaube, es findet. So. Big Packs. Saatgut. Wenn das Big Packs ist, so, um deine Seemaschinen aufzufüllen. Steht, glaube ich, nicht dran. Wie, ne? Naja, steht da echt nicht dran. Hier gibt's auch sowas. Wie ist denn das? Ich kaufe jetzt mal sowas noch. Boah, das ist teuer. Da ist auch doppelt so viel drin. Ha. Wenn ich damit einfach ranfahre, wird's vielleicht einfach komplett verkackt und schaff's noch. Okay, damit? Nee, ich kann damit einfach ranfahren. Ruhe auffüllen. Gut, dann Saat wählen. Ich würde sagen, wir nehmen. Ja, gut, ich bin nicht so viel. Paps. Dann nehmen wir das. So, Deckel schließen. Und aufs Feld. Fallen. Müsste ja funktionieren. Ja, oder auch nicht. Gut. So, jetzt? Ach, scheiße, fällt nicht in Besitz. Ah, ich hab's befürchtet. Was kann ich jetzt denn kaufen? Was ist denn der Kauf? Sehen wir hier eigentlich auch, welches Feld wir besitzen? Nee, sehe ich jetzt so nicht. Okay, ich finde raus, welche Felder wir besitzen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao!